So, meine nächsten Haltestelle gucke ich da mal. Wobei, jetzt kann man hier eigentlich, geht schon geradeaus. Ich guck mal hier auf meinem Handy gucken. Ich habe es mir nämlich hier abfotografiert. Den Kommentar von dem Themenvorschlag, den ich jetzt mal auf der Fahrt ansprechen möchte. So. Ist denn, da ist es. So, da vorne haben wir die Haltestelle. Danach spreche ich es dann an. Suche ich den Kommentar genau raus und dann sage ich euch den Themenvorschlag, beziehungsweise das Thema, über das ich jetzt als nächstes reden möchte. Beziehungsweise ist eine Frage, die mir ziemlich oft auch gestellt wurde. Und ich fand die Idee ziemlich gut, die mir jemand hier vorgeschlagen hat. So, kann ich jetzt gleich, da habe ich es. Genau, so, da ist er. So, steigen Sie ein, guten Tag, hallo, hallo. So, und weiter geht's. Und dann lese ich euch mal hier kurz den Themenvorschlag vor, beziehungsweise das Thema, über das ich jetzt, jetzt gleich mal ein bisschen reden möchte. Und zwar hat mir GatcheGamer1 folgendes vorgeschlagen. Also erstmal vielen Dank an dich, GatcheGamer1, für den Themenvorschlag. Also, wie gesagt, falls ihr auch Themenvorschläge habt, Fragen, Ideen, über was ich mal reden kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare, freue ich mich immer riesig drüber. Also vielen Dank nochmal an dich. Und zwar hat er geschrieben, du könntest mal in einem Let's Play, in einer Folge reden, wie man eine Map hinzufügt. Also hat mir vorgeschlagen, ich soll nochmal hier erzählen, wie man das denn genau macht, wie man eine Map in OMSI 2 hier einfügt. Weil das ist auch eine Frage, die ich wirklich ziemlich oft gestellt bekomme. Relativ oft, wie man denn hier eine Map in OMSI 2 einfügt. Ich hatte jetzt aber dann doch nicht vor, jetzt. Ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht doch mal ein Video dazu mache, weil es halt doch ziemlich viele immer fragen. Hat aber jetzt wirklich zeitlich gesehen gar keine, nicht die Möglichkeit, mal ein Video dazu zu machen. Und habe mir deswegen das jetzt auch überlegt, dass ich dann doch kein. Ich hatte mal überlegt, eventuell ein Video zu machen, in dem ich das erkläre. Habe mir jetzt aber überlegt, dass ich das jetzt doch lassen werde mit dem Video, also kein Video machen werde. Das sollten wir noch schaffen, bevor die kommen. So, jetzt geht's wieder hier hoch. Genau, da kamen wir vorhin runter. Alter, die Streckenabschnitte sind so geil, die Strecken hier. Genau. Also ich wollte mal ein Video machen, habe ich jetzt aber dann doch jetzt, wie gesagt, werde ich jetzt doch nicht mehr machen. Anstattdessen werde ich jetzt doch mal kurz in dieser Folge mal kurz, bei der Fahrt hier mal kurz erläutern, wie das Ganze funktioniert. Sonst guckt einfach mal auf YouTube. Ich kann euch nochmal ein Video unten verlinken in der Videobeschreibung. Da ist auch nochmal sehr schön erklärt, wie das funktioniert. Kollege, grüß dich. Da wird auch nochmal von jemandem sehr schön erklärt, wie das funktioniert mit den Maps einfügen. Ich werde es euch jetzt aber trotzdem nochmal kurz erläutern. Kurz nochmal erklären, wie das funktioniert. Und wie gesagt, ein Video werde ich dazu nicht mehr bringen. Ich werde es hier jetzt mal so kurz erklären. Wie gesagt, nochmal ein Video, wo das nochmal jemand hier. Ein YouTube-Video, wo das nochmal jemand erklärt. Findet ihr auch nochmal verlinkt unten in der Videobeschreibung. So, und zwar funktioniert es folgendermaßen. Also, ihr könnt ja zum Beispiel im OMSI-Forum könnt ihr Maps downloaden. Viele Maps haben jetzt auch schon ihre eigenen Seiten, wo die runtergeladen werden können. Wie zum Beispiel die Map Winsenburg. Wäre ein Beispiel dafür. Gladbeck ist ja, glaube ich, jetzt auch auf der. Hat jetzt auch eine eigene Seite, wo man die runterladen kann. Also da gibt es schon verschiedene Maps, die jetzt mittlerweile nicht mehr im OMSI-Forum sind, sondern halt. Komm, fahr. Scheiße, da steht nämlich echt beschissen. Da vorne läuft die ältere Dame über die Straße. So, jetzt sind wir rum. Oh, ich habe Fernlicht noch an. So. Genau, wir müssen hier lang. Ah, vielleicht würde man sogar mal aufs Werksgelände drauf fahren. Bei einer Linie. Genau, also im OMSI-Forum findet ihr zum Beispiel Maps oder halt, die haben ihre eigenen Seiten. Ich habe euch alle Maps, die ich bis jetzt hier im Let's Play verwendet habe, auf meiner Webseite www.linegamer1.de verlinkt. Also wenn ihr da auf den Map-Namen drückt, klickt zum Beispiel Winsenburg 2015. Also die Map, auf der wir jetzt hier im Moment spielen. Guten Morgen, hallo. Dann kommt ihr direkt zu der Webseite von der Map Winsenburg, ist glaube ich von Oberpfalz 3D, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da könnt ihr die Map dann auch direkt downloaden. Ich glaube, von denen ist auf Freifurt, ist von denen auch. Das könnt ihr auch auf deren Seite zum Beispiel downloaden. Also alle Maps sind da verlinkt und dann findet ihr da einmal halt die Hauptdatei für die Map an sich. Die müsst ihr halt einmal runterladen. Da sind halt dann schon mal verschiedene Ordner dabei. Einmal der Ordner Map ist auf jeden Fall dabei. Also es sind halt verschiedene Ordner dabei erstmal, ne? Also an sich, also verschiedene Ordner. Und da ist halt jetzt die Frage, natürlich, die sich vielen stellt, wo muss ich die Dateien in diesem Ordner hinkopieren? Wo müssen die hin, damit ich die Map in OMSI 2 habe? Also, genau, wie gesagt, das sind jetzt verschiedene Ordner, zum Beispiel der Ordner Maps ist dabei, Scenery Objects, Splines, Vehicles,
Das sind jetzt zum Beispiel Beispiele für die Namen von Ordnern, die eigentlich in die, bei jeder Map, wenn man diesen Hauptordner runterlädt, die eigentlich dabei sind. Genau, dann habt ihr diesen Ordner. Diese ganzen Ordner. Und dann müsst ihr bei euch auf der Fest... bei euch... Schauen Sie, da fahren wir jetzt noch. Müsst ihr bei euch auf eure Hauptfestplatte, auf die Festplatte, wo ihr Steam installiert habt. Da müsst ihr dann auf Programme gehen, dann den Ordner Steam suchen. Da müsst ihr den Ort, da findet ihr den Ordner Steam Apps. Da müsst ihr auf Common gehen und da steht dann OMSI 2. Da gibt es einen Ordner OMSI 2 und den öffnet ihr. Dann findet ihr viele kleine Unterdateien, unter anderem halt Maps, Scenery Objects, Splines, Trains, Vehicles und so weiter und so fort. Kann den nicht blinken, erst jetzt blinken. Erst wenn wir an der Kreuzung vorbei sind. Also findet ihr viele. Nochmal Kälte einstellen. Wo kommen die vorbei? Ja, das passt. Da findet ihr viele, also diese ganzen Ordner da. Das sind wirklich ordentlich viele Ordner. Und da habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen, dass da die Ordnernamen genau die gleichen Namen sind, wie die Namen in dem Ordner von der Map, die ihr gedownloadet habt. So, der wartet. Dankeschön. Ganz häufig vergessen, wieder umzuschalten. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt waren. Hohenrather Straße. Gucken wir gleich mal. Genau. Und dann müsst ihr halt den Ordner Maps. Ihr nehmt einfach den Ordner Maps. Am besten macht ihr euch zwei Fenster auf. Einmal den Ordner. Das habe ich nicht. Einmal halt ein Fenster, wo ihr halt. Guck mal, da ist schon wieder so eine Art Statue. Das ist jetzt die Stuttgarter Straße. Da sind wir. Stuttgarter Straße. Einmal zum Beispiel, also einmal ein Fenster vielleicht, wo ihr halt den OMSI 2 Ordner da habt und einmal halt ein Fenster, wo ihr diesen Download Ordner drin habt. Und da macht ihr es dann so, dass ihr halt den Ordner Maps einfach rüberzieht in das OMSI 2 Verzeichnis. Also in den ihr habt den OMSI 2 Ordner geöffnet und da ist ja Ordner Maps und dann zieht ihr einfach nur in dieses OMSI 2 Verzeichnis, zieht ihr einfach den Ordner Maps rein. Dann fragt ihr euch, ob ihr das da einfügen darf in diesen Ordner. Dann drückt ihr immer ja, auch bei Verschieben, und ersetzen und so. Immer ja, beziehungsweise kopieren und ersetzen, immer ja drücken. Also, dass er immer verschieben und ersetzen auswählen. Genau, und so macht es mit allen Ordnern, auch dem Splines und Scenery Objects. Ordner aus dieser Hauptdatei, die ihr runtergeladen habt. Und dann, genau, habt ihr das halt alles kopiert, die ganzen Scenery Objects und so weiter und so fort. Das wird dann halt, sobald ihr es darüber zieht, wird dann das automatisch in den Scenery Objects Ordner halt einfügen, wenn ihr den Ordner Scenery Objects in das OMSI 2 Hauptverzeichnis rüberzieht, weil der fragt euch ja dann, ob er das in den Ordner einfügen kann. So, die nächste Haltestelle ist, glaube ich, da vorne hinterm Baum. Sieht man deswegen das Zeichen nicht. So, perfekt. Das geht weiter. Na komm, gib Gas. Peugeot, gib Gas. Kommen wir hier rein? Ne, wir blockieren lieber die Straße. Oder wird das was? Nur weit vorfahren. Ja, die kommen vorbei. LKW würde nicht vorbeikommen. Lässt ihr uns raus? Ja, sieht so aus, ne? Dankeschön! So, genau. Und dann ist es aber bei den meisten Maps so, es gibt Ausnahmen. Ich glaube, es gibt einige Ausnahmen, aber bei den meisten Maps ist es so, dass das nicht ausreicht für die Map. Wenn ihr die Map dann startet, wird euch vielleicht was angezeigt und so, aber es kommen immer noch Fehlermeldungen und es werden euch manche Teile der Map einfach nicht angezeigt. Und das hat folgenden Grund, weil einfach ihr noch zusätzlich von anderen Moddern, von anderen Moddern einfach noch, die wollen alle hier rein, was ist denn da los? Gibt's da was umsonst? Weil ihr einfach noch von anderen Moddern Scenery Objects und Splines und sowas braucht. Und da müsst ihr am besten einfach mal im Forumsbeitrag, also wenn ihr die Map aus dem OMSI-Forum gedownloadet habt, guckt am besten mal, ob da im Forumsbeitrag noch irgendwas steht, wie zusätzliche benötigte Dateien oder sowas, zusätzlich benötigte Splines, irgendwie sowas. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann guckt nochmal im Handbuch nach, im Readme von der Map ist auch meistens halt dabei, wenn ihr die Map downloadet. Morgen. Grüß dich, hi. Morgen, hallo. Hallo. Guten Morgen, Dame. Also ist meistens auch da bei diesem Ordner dabei, wenn ihr die Map downloadet, ist noch so ein Readme dabei. Grün, wieso mache ich denn so langsam? Oh fuck. Das was wird.
Und da kommt die Feuerwehr noch vorbeigerast. Alter, hier geht's aber durch die engen Gassen jetzt wieder durch. War das diese Straße genau, wo es so hin und her ging, so Schlängel, Schlangenwege? Wenn uns hier jetzt ein Kollege entgegenkommt, wird's eng. Ist der hinter uns? Ah, der ist hinter uns. Ja, bleib am besten die ganze Zeit schön hinter uns, dass wir dich nicht vorbeilassen können, wenn wir das schon wollen. Ja, jetzt kann ich auch nichts ändern. Die ganze Zeit. Ja, wir wollten ihn ja vorbeilassen. Genau, was wollte ich sagen? Oh ja, Mann. Ich kann das jetzt auch nicht ändern. Ich kann es halt jetzt gerade nicht vorbeifahren. Ah, da fährt er einfach durch uns durch. Ja, klar. Mach das. So. Entschuldigung, sehr verehrte Fahrgäste, wir haben gerade ein kleines Problem. Ein Rettungswagen ist schon da. Er ist direkt zur verletzten Person gekommen. So, jetzt ist er so weit weg, dass er entweder... Oi, Alter, was ist das denn für eine richtig kurvige Strecke, aber so richtig schön gestaltet hier. Genau. Da benötigt ihr meistens noch, also bei den meisten Maps halt noch zusätzliche Splines oder Scenery Objects. Und welche das sind, also wo ihr die downloaden könnt, ist entweder halt im OMSI-Forum bei dem Beitrag von der Map verlinkt, ja genau, oder halt angegeben. Meistens halt auch der Link zu der Seite, zu dem Beitrag im Forum, wo ihr das downloaden könnt. Zum Beispiel neue andere UFA-Modifications oder neue Straßenschilder oder Haltestellenschilder oder sowas. Oder Straßen oder sowas. Mal ein Stück vorgefahren. Ich weiß nicht, ist der Rettungswagen noch hinter uns? Ne, der ist abgebogen. Genau. Oder ihr guckt halt im Readme, da ist dann meistens auch ein Link dabei. Guten Morgen. Hallo. Benötigten Splines und Scenery Objects, die ihr halt noch zusätzlich benötigen. Die müsst ihr genauso einfügen. Downloadet den Ordner. Das sind dann zum Beispiel nur Scenery Objects drin, dann zieht ihr diesen Scenery Objects Ordner einfach in den OMSI 2 Ordner, den ihr da findet, wie ich es vorhin gesagt habe, über diesen Dateipfad, so wie ich es vorhin angesprochen hatte. Und, genau, dann Spanndauer. Hauptbahnhof. Promenade. Warte mal, ist schon viel zu weit, oder? Oh fuck, schon viel zu weit. Wir sind jetzt gerade erstmal Spandauer Straße. Aber wir können ja zurück machen. Wo ist es denn? Zurück. Da. Nee, zurück. Da war's. So, Spandauer Straße. Genau, dann müsst ihr einfach den Scenery Objects Ordner auch einfach auch wieder in ins OMSI 2 Hauptverzeichnis darüber ziehen. Und der wird das dann automatisch halt da alles einfügen, auch wieder verschieben und ersetzen. Könnt ihr machen, beziehungsweise kopieren und ersetzen, je nachdem, ob ihr verschiebt oder kopiert. Und dann passt das Ganze. So, guten Tag, hallo. Genau, so müsst ihr das Ganze machen. Und dann sollte die Map auch funktionieren. Die ist jetzt rot, da halten wir. Fast wäre ich jetzt noch gefahren, aber so halten wir. Wir müssen gleich ja ganz links rüber. Und ich komme gleich keiner links neben uns und müssen wir warten, bis er durch ist. Genau, so müsst ihr das halt alles rüber kopieren und dann, wenn ihr halt alle, wirklich auch alle benötigten Dateien rüber kopiert habt, dann funktioniert die Map auch, grüß dich Kollege, dann funktioniert die Map auch wirklich komplett ohne Probleme, dann sollte alles angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Map Winsenburg war, ich glaube, da funktioniert die aber, da braucht ihr auch zusätzliche Dateien, aber oft ist es so, dass halt viele Maps auch immer die gleichen zusätzlichen Splines und sowas brauchen. Zum Beispiel von UFA brauchen viele Maps die Splines und sowas. Und deswegen braucht es auch immer nur einmal downloaden. Bei anderen Maps reicht es dann, wenn ihr das halt dann einmal gedownloadet habt. Da braucht es ja nicht nochmal irgendwann anders neu zu downloaden. Boah, jetzt die Temperatur wird aber auch nicht... Es wird aber auch nicht kälter im Bus. Das ganz auf? Ja, das ist so ganz hoch.